Lieben. Hallo zusammen. Wir haben es geschafft. Mit euch zusammen haben wir die 1000 Abonnenten geknackt und sind jetzt sogar schon bei 1050. Hammer. Total, echt richtig, richtig cool. Wir freuen uns mega darüber und ja, haben es euch zu verdanken. Vielen, vielen Dank auf noch ganz viele tolle Videos, die wir mit euch teilen können und ja, auch wie ihr agiert und so viele Kommentare dann auch immer verfasst. Das macht einfach auch Spaß, dass ihr da mit Leib und Seele dabei seid. Vielen Dank dafür. Absolut, vielen Dank. Und wenn ihr es noch nicht habt, abonniert weiterhin den Kanal, damit wir uns freuen können und der Kanal einfach größer wird. Genau. In unserem letzten Video haben wir einen Denkanstoß dazu gegeben, wie die Mietpreise zum Beispiel hier in Warna sind. Daraufhin haben natürlich viele von euch geantwortet, lohnt sich das überhaupt noch hier in Warna zu leben, wenn die Preise so hoch sind? Daher heute das nächste Video. Wir machen eine Liste, eine Person gegen vier Personen sozusagen, was man hier bezahlt monatlich und mit was für Kosten man einfach rechnen muss. Das Video hat auch zu Diskussionen geführt, natürlich die Frage dann auch aufgekommen ist, lohnt sich das überhaupt nach Bulgarien auszuwandern? Wir denken definitiv, dass es Sinn macht, nach Bulgarien auszuwandern, weil natürlich kannst du hier leben wie Krösus, wenn du bereit bist, das Geld auch zu bezahlen, aber du kannst hier auch einen guten Standard leben und musst eben nicht das Geld in die Hand nehmen, was du dafür vielleicht in Deutschland ausgeben müsstest, was es für Rentner beispielsweise immer noch sehr, sehr, sehr lukrativ und auch interessant macht. Eine Erinnerung an unser Live-Webinar, kommender Mittwoch, 24. Januar um 18 Uhr deutsche Zeit, haben wir ein Live-Webinar für euch vorbereitet. Da geht es um das Thema Immobilien in Bulgarien, also passend dazu auch Mieten, Kaufen, auch die steuerlichen Aspekte, was ist wichtig, worauf musst du achten, wenn du eine Mietwohnung erwirbst oder eben zum Kaufen nachher. Der Anmeldelink steht unter dem Video. Wenn ihr keine Zeit habt, meldet euch an und wir schicken euch die Aufzeichnung zu. Wichtig zu erwähnen, es ist schier unmöglich, eine genaue Rechnung zu erstellen, was man hier im Monat zum Leben braucht oder was nicht. Wenn man bei Google eingibt, was braucht man zum Leben in Bulgarien monatlich ja an Geld zur Verfügung, vergisst es. Es ist nicht möglich. Jeder hat genau wie in Deutschland auch einen unterschiedlichen Standard, den er lebt. Und der eine spart mehr und der andere gibt mehr aus. Und das ist hier natürlich genau das Gleiche. Wir haben zwei verschiedene Beispiele. Im ersten Beispiel geht es um eine einzelne Person, die hier in einer 70 Quadratmeter Wohnung lebt mit Meerblick. Ist eine sehr, sehr schöne Wohnung, nicht direkt erste Meereslinie, sondern ja ca. 3 Kilometer vom Meer entfernt. Ja. Voll möbliert, luxuriöser Standard und ja, genau. Dann im zweiten Beispiel geht es um, wie bei uns jetzt, in dem Fall vierköpfige Familie. Nur, dass man halt mal ein bisschen einen Anhaltspunkt hat, wo steht man circa preislich, weil, wie gesagt, man kann da sowieso keinen richtigen Preis finden nachher. Beginnen wir mal bei der Person, die alleine lebt. Ja, man hat ja immer die gleichen Kosten, die man monatlich abzuführen hat. Strom, Wasser, Internet. Je nachdem, okay, bei der Beispielperson ist Internet mit dem Mietpreis inbegriffen. Ja, beginnen wir mal beim Strom. Also eine einzelne Person braucht ungefähr umgerechnet 20 Euro. Pro Monat. Und bei den Wasserkosten liegen wir etwa bei 10 Euro. Also wirklich gar nicht zu vergleichen. Dann kommen natürlich Sachen dazu, wie zum Beispiel der Handyvertrag jeweils. Das sind ungefähr 17 Euro im Monat, wo man unlimited Datenvolumen hat und in der ganzen EU telefonieren kann. Person 1 zahlt im Monat 860 Euro. Und da sind mit inbegriffen Strom, Wasser, Internet, Handyvertrag, Lebensmittel, Essen gehen, Miete und tanken. Eine genaue Auflistung blende ich nachher noch im Video mit ein. Beispiel Nummer 2, die vierköpfige Familie, also in unserem Fall, müssen mit ca. 2100 Euro im Monat rechnen. Wie gesagt, das kommt natürlich darauf an, hat man ein Haus, hat man eine Wohnung zur Miete. Wir haben halt ein neu gebautes Haus mit einem großen Grundstück, Fußbodenheizung und so weiter. Und da summiert sich natürlich die Miete am Ende auch. Richtig. Und wir rechnen jetzt gerade wirklich von Sommerpreisen. Im Winter werden die Strompreise natürlich noch mal ein bisschen höher. Aber wir haben schon jetzt einige Monate hier durchlebt und es war nicht mehr so viel. Das ist natürlich ein wahnsinniger Unterschied trotzdem zu Deutschland, wenn man überlegt, was wir vorher gezahlt haben. Wir hatten auch ein Haus. Okay, da muss man schon mal die Kreditrate dann meistern im Monat. Und du hast die ganzen Versicherungen, die zusätzlich noch dazukommen.
Ja, 2100 Euro, das klingt erstmal sehr viel, aber wir müssen auch dazu sagen, dass das knapp 1500 Euro im Monat weniger sind, als wir das vorher in Deutschland ausgegeben haben, weil wir uns natürlich auch Kosten sparen, zum Beispiel. Genau, fängt an bei GEZ oder Steuern, die aufs Auto kommen, das ist schon mal viel weniger. Dann die ganzen Versicherungen, die man immer gezahlt hat und die Müllgebühren jährlich. Dann kommt ja auch noch dazu, dass die Wohnungen hier möbliert sind. Das heißt, ihr könnt hierher kommen ohne Möbel, habt eigentlich schon eine eingerichtete Wohnung und müsst euch darum eigentlich fast nichts mehr kümmern, außer ihr wollt es individuell anpassen. Es kommt einfach auch nicht gefühlt alle 3 Tage irgendein Brief mit irgendeiner Zahlungsaufforderung. Es sind wirklich eigentlich die Kosten, die man monatlich zu tragen hat. Natürlich jetzt in unserem speziellen Fall, unsere Kinder sind auf einer Privatschule, kommt natürlich da auch noch was on top. Aber das sind Kosten, die ja jeder für sich abwägen kann. Wir kennen hier auch eine fünfköpfige Familie, die zahlen wieder andere Preise, ne, weil die ihre Kinder anders beschulen oder wie auch immer. Also nur, dass ihr da mal in etwa ja einen Wert habt, wo man sich vielleicht drauf einstellen kann. Hätten wir jetzt ein anderes Haus genommen, was vielleicht schon 10 Jahre alt ist, hätten wir vielleicht auch noch mal 400 Euro in der Miete monatlich sparen können. Aber so gestaltet sich hier jeder einfach seinen individuellen Weg. Wir blenden euch mal die Liste ein, damit ihr sehen könnt, okay, wie haben sich jetzt diese einzelnen Kosten auch aufgestellt, damit ihr einfach mal eine Zahl habt, wo ihr ein bisschen mitarbeiten könnt. Was ich zum Beispiel als Frau hier auch genieße, dass gewisse Beauty-Geschichten auch günstiger sind. Nägel machen zum Beispiel sind günstiger als in Deutschland. Der Friseur ist günstiger Ja. und Kosmetik und so weiter. Zwar nicht die Produkte, die sind genau gleich teuer, aber die Dienstleistungen sind günstiger, also man kann sich das auch mal gönnen. Dann muss man sich auch nicht so viel Gedanken machen, wenn mal beim Auto irgendwas verreckt oder so, weil die Kosten für die Reparatur wirklich viel geringer sind. Klar, die Teile kosten auch, die werden ja nicht bloß, weil sie in Bulgarien sind, günstiger, aber die Arbeiterkosten sind eben dementsprechend niedriger. Das war immer so schlimm, finde ich. Ja. Wenn man Auto gefahren ist und du hast irgendwas gehört und denkst, oh nein, das klingt nach 1000 Euro mehr Kosten diesen Ja. Monat. Ne? Aber auch die Grundsteuer, die hier weniger ist. Wenn ihr eine Immobilie erworben habt, müsst ihr natürlich mit den Verwaltungskosten noch rechnen, die da zusätzlich dazukommen, sind meistens einmal jährlich zu zahlen. Aber solche Sachen erzählen wir euch nochmal im Webinar nächste Woche Mittwoch. Nicht vergessen, anmelden unbedingt. Worüber wir uns noch freuen würden, das geht jetzt wirklich mal gezielt an die Menschen, die hier schon leben in Bulgarien, egal wo, ne? Also kann Plovdiv, Sofia, wie auch immer sein, es würde uns wahnsinnig interessieren. Ihr müsst keine genaue Kostenaufstellung machen, aber vielleicht mal so einen Schätzpreis, dass man sagen kann, okay, seid ihr alleine, seid ihr zu zweit, habt ihr Kinder, wie viel müsst ihr monatlich circa ausgeben, dass man vielleicht auch mal ein bisschen besser einschätzen kann nachher, was zahlt man hier pro Region vielleicht auch. Genau. Oder wie verändert sich da der Preis? Also dürft ihr gerne oder sollt ihr bitte gerne in die Kommentare schreiben, würde uns total freuen, dass wir da mal so ein bisschen transparentere Preise auch kriegen Genau. nachher, weil das steht im Internet so nirgendwo. Das stimmt. Und es ist natürlich interessant für die Leute, die noch in Deutschland leben, einfach, die können sich darunter in den Kommentaren einfach mal ein bisschen Überblick verschaffen. Ja, das war's vorerst wieder. Nicht vergessen, unseren Kanal abonnieren, damit er weiter wächst. Und wir euch weiter füttern können mit informativen Sachen. Wir freuen uns auf euch im nächsten Video. Bleibt bis dahin gesund und ja, bis bald, ihr Lieben. Ciao, ciao.